Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Food Diary. Ich zeige euch in diesem Video, was ich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen gegessen und getrunken habe. Ich möchte noch dazu erwähnen, dass ich seit 2018 fast nur noch eine feste Mahlzeit zu mir nehme. Für mich gelten auch frisch gepresste Säfte als Mahlzeit, allerdings ist es für mich eine flüssige Mahlzeit. Also ich esse fast nur noch eine feste Mahlzeit am Tag. Los geht's. Jetzt ist es 12.18 Uhr. Für mich gibt es als erstes am Tag eine wunderbare Flüssigkeit. Das ist frisch gepresster Gurken-Koriandersaft und dazu habe ich das Wasser einer Trinkkokosnuss gegeben. Am ersten Tag meines Food Diaries habe ich bei mir zu Hause einen kleinen Rohkost-Potluck veranstaltet und es gab ein vielfältiges und buntes Rohkostbuffet. Ich blende euch einfach mal ein paar Bilder ein und an diesem Abend habe ich mich dann durch das ganze Buffet gekostet und war dann am Ende des Tages auch ganz gut satt. Also ich habe jetzt meine Teller nicht gefilmt, aber ich habe sicherlich von jeder Speise ein, zwei Löffel gegessen oder von den süßen Speisen auch ein, zwei Stücke davon. Und wenn ihr euch für diesen Rohkost-Potluck interessiert, beziehungsweise welche Speisen das genau waren, dann verlinke ich euch oben in den Infokarten mal das Video dazu. Das hatte ich kürzlich veröffentlicht. Da bin ich auch mit der Kamera über die ganzen Gerichte gegangen und haben wir kurz besprochen, was das genau ist, was die diversen Rohkostgerichte alles so beinhalten. Gegen 15 Uhr gibt es die erste flüssige Nahrung für mich. Das ist ein frisch gepresster grüner Saft. Dafür habe ich eine große Gurke und ein Bund Petersilie entsaftet. Und dann habe ich eine Trinkkokosnuss geöffnet und das ganze Wasser mit hier dazugegeben. Gegen 16.30 Uhr esse ich reife Feigen. Das ist der zweite Teil meiner Abendmahlzeit. Das ist klein geraspelter Chinakohl. Klein geraspelte Gurken, leckere, reife, kleine Tomaten. Dann haben wir hier Alfalfa-Sprossen. Das ist Kresse und hier in diesem Schälchen befindet sich klein gehackte Brennnessel. Und hier habe ich noch 3 kleine Wrap-Hüllen. Also ich kann dann hier dieses Gemüse und die Sprossen und die Brennnessel hier in diesem Wrap mischen und dann genussvoll reinbeißen. Gegen 13 Uhr gibt es für mich ca. 700 ml Wasser mit 3 Esslöffel Grassaftpulver. Ich verwende das Grassaftpulver von Lebenskraft pur. Das besteht aus Kamut und Gerste, also dem getrockneten Saft von Kamut und Gerstengräsern. Den Link zu diesem Grassaftpulver findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Gegen 16.30 Uhr starte ich meine eine Mahlzeit am Tag und ich beginne mit einer Zuckermelone. Weiter geht's mit einer Gemüsemahlzeit. Wir machen heute einen kleinen Potluck mit Freunden. Da habe ich zum Beispiel hier rechts wilden Portulak auf meinem Teller, dann Rettichsprossen, Brokkolisprossen, Gurkenscheiben, dann einen Coleslaw-Salat, sehr, sehr lecker, dann noch fein geraspelter Chinakohl, fein geraspelte Brennnessel, dann leckere Ochsenherztomaten mit Basilikum. Und hier einen Wrap. Die Hülle besteht aus Paprika, Tomate und Kokos. Und darin gibt es eine Mischung aus Möhre, Petersilie, Avocado, Zitrone und Salz. Jetzt esse ich nochmal das gleiche Coleslaw mit Sprossen und kleingemachter Brennnessel und Chinakohl. Einen Wrap, Gurke, Tomate mit Basilikum und wilden Portulak. Gegen 13 Uhr trinke ich einen halben Liter frisch gepressten Gurkensaft. Gegen 16 Uhr gibt es für mich einen Dreiviertel Liter Kokosnusswasser aus 2 frischen Trinkkokosnüssen. Gegen 18 Uhr starte ich meine Mahlzeit für heute. Ich beginne wieder mit Obst. Als erstes gibt es für mich eine kleine Wassermelone mit schwarzen Kernen und danach diese fantastischen reifen Feigen, die übrigens aus Deutschland stammen. Noch eine kleine Korrektur. Ich esse nicht die ganzen Feigen. Mein 15-Jähriger hat entdeckt, dass ich Feigen essen will und ihm muss ich jetzt die Hälfte abgeben. Das ist der zweite Teil meiner Abendmahlzeit. Das sind regionale reife Ochsenherztomaten. Dazu gibt es einen Salat aus 3 geraspelten Gurken. Diese habe ich vermischt mit Alfalfa-Sprossen und klein gehackten Wildkräutern, Gingo, Löwenzahn und Spitzwegerich. Und das Ganze habe ich mit einer
Flüssigwürze aus dem Bioladen gewürzt, so auf Gemüsebasis, die hefefrei ist. Gegen 12 Uhr starte ich mit meiner ersten flüssigen Mahlzeit. Das ist Gurkensaft, frisch gepresster Gurkensaft, circa 1 Liter. Ich hätte jetzt fast vergessen mitzufilmen. Ich beginne meine Mahlzeit heute mit einer halben Zuckermelone. Heute gibt es wieder einen kleinen Mini-Potluck mit Freunden. Ihr seht hier schön viel Gemüse und Sprossen und Dips. Und das ist mein Teller für heute Abend. Ich habe jetzt verschiedenes Gemüse. Das ist Gurke, Kohlrabi, Weißkohl, Chinakohl, Paprika und Eisbergsalat grob geraspelt. Dazu noch fein gehackte Brennnessel und dann verschiedene Dressings, unter anderem hier mit Avocado, dann mit Senf und dann noch ein Kräuterdressing. Und das ist meine zweite Portion Gemüse mit Sprossen und Dressing. Und das ist meine dritte Portion Gemüse mit Sprossen und Dressing. Das waren kleine rohköstliche Inspirationen für euch. Ihr seht, ich esse meistens recht einfach. Haben wir Besuch, esse ich mit Freunden, dann kann es auch etwas aufwendiger sein. Um Säfte frisch zu pressen, verwende ich seit über 2,5 Jahren den Angel Juicer, einen hochwertigen Entsafter, einen Slow Juicer aus Edelstahl. Letztes Jahr habe ich diesen Entsafter schon ausführlich vorgestellt mit verschiedenen Rezepten. Ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten und verlinke euch den Angel Juicer auch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ich mir keine frisch gepressten Säfte zubereiten kann aus Zeitmangel, dann greife ich auch gerne auf das Grassaftpulver von Lebenskraft pur zurück. Das habe ich euch in diesem Food Diary ja auch gezeigt. Das begleitet mich auch schon seit mindestens 3 Jahren. Das Grassaftpulver von Lebenskraft pur besteht aus dem Saftpulver von Kamut und Gerste und hat auf mich eine ungemein vitalisierende Wirkung. Wenn ihr euch für dieses Pulver interessiert, ich setze euch auch den Link von diesem Grassaftpulver unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich freue mich über euer Feedback zu diesem Food Diary. Was ist eure Meinung dazu? Wie sieht eure Ernährung gerade aus? Ich freue mich über regen Austausch. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.